Ahoi und herzlich willkommen zurück zu Agony. Ja, einfach mal nicht um den heißen Brei herumreden. Wir machen uns weiterhin auf die Suche nach dem Rätsel. Und ich höre da irgendwas stippen, stapsen neben mir. Uah, das stippen, stapsen nicht, das wuselt. Geh weg. Ja, das gleiche Lied, wie immer. Wir suchen Siegel. Und am besten das passende Siegel, geh weg. Dich mag sowieso keiner. Oh. Na, was gibt's denn hier Feines? An was erinnern mich diese Statuen? Diese etwas voluminösere Statue, also von einer etwas voluminöseren Frau, besser gesagt, erinnert mich an ein Artefakt, das irgendwann mal gefunden wurde, aber ich weiß gar nicht mehr, wem das sozusagen zugeschrieben wurde. Da rennt schon wieder Spalti. Ob das irgendwie bei den Maya oder so gefunden wurde, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich mag... Achso, ich dachte gerade, was steht denn da, aber... Kollege, der wieder dahin zeigt. Ich mag mich irgendwie erinnern, dass da sowas gefunden wurde. Und daran erinnern mich die Statuen hier ein bisschen. Wer weiß, vielleicht hat das ja auch irgendeinen Zusammenhang. Ich dachte gerade, der Baum zeigt mir einen Finger. So, und du zeigst jetzt wieder dahin. Gut, ich gehe mal dahin. Aber hier ist niemand. Das heißt, ich könnte oder müsste hochgehen. Oh, wenn die blöde Kuh da nicht wäre. Oder ist hier vielleicht schon irgendwo ein Siegel? So genau neben dem Schloss von dem Siegel. Das wäre natürlich auch sehr, sehr praktisch. Oben ist auch nichts. Ich glaube, ich gehe mal zu den coolen Typen, die da so rumhängen. Vielleicht können die mir helfen. Da oben ist das andere Siegel, aber das ging ja auch nicht. Wenn ich es denn richtig gezeichnet habe, das weiß ich ja nicht. Und irgendwie glaube ich auch, dass der Typ mit dem wischenden Baby schon gesehen werden sollte und deswegen... Könnt ihr mal die Klappe halten? Sucht euch was anderes zum Fressen. Mich gibt's heute nicht. Bin eh schwer verdaulich. Da ist schon wieder der Typ mit dem schreienden Wischlappen. Komm, wir gehen mal hier durch. Da ist ein Siegel. Ich muss da hin. Aber ich komme da nicht durch. Weil hier eine Tür ist. Ich komme da trotzdem nicht durch. Hallo? Ah, wunderbar. So. Das dritte Siegel. Und ich höre schon wieder Hufgetrappel. Komme ich hier denn vielleicht raus, wenn ich schon nicht reinkomme? Nö. Er wischt den Boden immer noch. So. Ich nehme mir das mal mit. Hufgetrappel hat aufgehört, das ist auch schön. Hier irgendwas Schönes? Nein. Oh. 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 Das hat Zähne. Ist das etwa von Gilgamesch? Von Gilgamesch? Ich gehe einfach nicht weiter drauf ein. Da hinten ist die andere Dame. Verdammt. Hat sie mich gesehen? Ja, du siehst mich nicht, ne? Nö. Du bist nicht so helle. Das ist schön. So. Ja, ich kann das gar nicht richtig sehen. So. So. So und so. Jawoll. Ja, läuft ja wie geschmiert. Was ist denn mit euch los? Pestkammer. Ah, alles klar.
Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich so, Alter. Wie geil sie mit den Soundeffekten spielen. Der Tag. Ich geh mal wieder weg. Wieso? Ja. Weil kann man sich dann nicht wegdrehen, wenn die Statue mitnimmt. Schön. Das hat's jetzt wieder rausgehauen. Erst dieser geile Soundeffekt und dann das eben. Vielen Dank. Also ich muss echt sagen, das ist so mit der Highlight. Das Highlight, entschuldige. Entschuldigen Sie bitte. Was willst du? Ach so, er spaziert da hinten lang. Ja, das Highlight. Natürlich. Das mit den Soundeffekten. Das ist so geil gemacht. Vor allem war das einfach so. Nein, ich behalte meine Sachen. Du hast da was im Gesicht. Ist ja gut. Us all, was? Mother of Domination fools us all. Irgendwer, also die Mutter hat scheinbar alle verarscht. Ja, um nochmal zu dem Sound zurückzukommen. Ist halt so geil, wie sie einfach diesen Spielsound so ganz normal drin haben und dann mittendrin so ein echt klingenden 3D-Sound, als wenn jemand an meine Tür bollert. Das erste Mal war ein bisschen geiler mit den Geräuschen, wie jemand um einen herum geht. Weil das mit der Tür kam aus einer Richtung, wo bei mir keine Tür ist. Aber gut. Sie müssen sich ja für eine Richtung entscheiden, ne? Wenn sie das machen. Hätte genauso gut klappen können. My beautiful cathedral. How much longer do I have to wait for you, my soul hunter? There are many paths that can lead you to me. Take advantage of your position. Murder and mutilate anyone who stops you on this journey. This place feeds on pain and suffering, just like your Babylon. Bitte? Enjoy the power I offered you. Find your way through the wasteland and savor the taste of blood. We are waiting for you, beloved. Ich bin der König gewesen, der den Turm zu Babylon gebaut hat. Willst du mir das damit sagen? Ich bin nicht ganz so bewandert in der Geschichte. Von Turm zu Babylon, aber wenn ich mich erinnere, alten Sabbel, dann sind da sehr viele Leute dabei gestorben und der ganze Turm ist ja dann auch noch eingestürzt. Es war halt symbolisch für den Hochmut des Menschen. Oh, das nehme ich mal mit. Das ist natürlich krass. Aber hieß der Nimrod oder Amphrael? Und warum ist das schon wieder so laut? Und was ist mit den Schattenfiguren? Das weiß ich immer noch nicht genau. Oh, Statue. Da. Treppe, lass mich dahin. Statue. Statue. Und nochmal eine. Ich glaube nicht, dass ich da lang muss. Linie sagt aber doch. Ich traue der Linie. Hat bis jetzt nie geklappt. Die Geräusche. Aber ich bin irgendwie lernresistent. So, weiter. Irgendwie erinnert mich das gerade an WoW. Oh, na das auch. An den Pfad, wo man unten zu den Höhlen der Zeit kommt.
Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich weil es ein Pfad ist, der nach unten führt. Was? 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 Ist das eine menschliche Mine? Die vergessene Höhle. Ja. Links und rechts sieht so aus, als wenn ich dazu ein paar Weißkapuzen tragenden Männer komme. Can you hear that, King? Yes. The caves are filled with the sound of suffering and agony. My love, what you've done to this place. Make them scream even louder. Ist das meine Königin? Wieso? Ach. Ich weiß nicht, ob ich da lang will. Irgendwie nicht. Die Frage ist, muss ich da lang? Nö. Danke, Schicksalslinie. Na, zumindest biegt sie nicht nach links ab. Ach nein. Das war so klar. Okay, ich muss ein Bild finden. Wer bist du? Obwohl, ich konnte noch nach rechts, bevor ich da jetzt versuche, an dem großen Mann vorbeizukommen. Versuche ich doch mal hier über dieses viel weniger ekelhafte Gewürm zu klettern. Oh! Was ist? Wer zischt hier? Das kennen wir schon. Du? Die macht gar nichts. Da ist eine Statue. Die sind ganz schön häufig jetzt verteilt. Wieso? Ja, noch eine. Auge, guckst du mich jetzt an? Nö. Hätte was gehabt. Was ist das hier Schickes? Das sieht einladend aus. Hallo. Du willst mich auch... Achso. Mann, ey. Kann ich hier meine Seele verlassen? Was ist denn jetzt schon wieder los? Das war doch eben noch nicht hier. Alter, wie krass das aussieht. Kann ich mit dir reden? Nun, als reden würde ich das eher nicht bezeichnen. Aber offensichtlich hat meine Berührung sie getötet. Was? Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich bin irgendwie von Mal zu Mal verwirrter. Wenn ich die Kontrolle verliere oder wenn ich einfach die Augen schließe, dann sehe ich sie in ihrem Ruhm, die rote Göttin. Blutgebadet tanzt sie inmitten der Leichen, mit denen ich ihr Gemach verziert habe. Dank unserer beider Bemühungen gelingt es uns, Semiramis zu kontrollieren, die manchmal mit der Stimme der roten Göttin spricht. Aus ihrem Mund hörte ich, wie man diesem Wahnsinn ein Ende bereitet. Sie hat mir verraten, wie man sich der Einschränkung des schwachen, irdischen Körpers entledigt. Das Ritual bedarf einer aber klaren, königlichen Blutes, Blut einer Kreatur, die frei von Verdorbenheit und Sünde ist. Blut, welches nicht existiert. Nun, noch nicht.
Ja, also, ja, hier blaues Blut habe ich schon. Das ist kein Problem. Und rein bin ich auch. So, so. Hab halt ein unverdorbenes Gemüt. Ne? Ja. Sehen die auch so. Muss ich hier lang? Schicksalslinie sagt ja. Und es sieht auch nicht aus wie die Stelle, an der ich runtergegangen bin. Was war das? Fliegt hier schon wieder irgendwas rum? Geronimo! Da leuchtet was. Je weiter ich in diesem Spiel vorankomme, umso weniger schocken mich auch einige Bilder. So dieses vergrabene Menschen, ja, hat man hier schon ein, zwei Mal gesehen. Kaputte Menschen. Der fehlt ein Fuß. Der guckt komisch. Wurde ich ein bisschen geimpft jetzt? Aber es wirkt schon wieder, als wenn das ein Labyrinth ist. Wogegen ich auch geimpft wurde, sind Labyrinthe. Oh. Oh, das sieht aus wie ein Palast. Oder zumindest ein palastöses Bauwerk. Ich würde sagen, das gucken wir uns einfach mal an. In der nächsten Folge. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ahoi und vita frui.